Du bist ja nicht nur Bodybuilding-Champ, ich würde dich jetzt mal sagen, Keto-Pionier, Keto-Befürworter, da kommen wir gleich dazu. Du bist auch noch Physiotherapeut in deinem ersten Leben. Bist vor wie vielen Jahren bist du ausgewandert nach Zypern? Vor 1,5 Jahren. Vor Und ich 1,5 Jahren. hatte, genau, ich hatte eine Physiotherapie in Deutschland. Ja, und habe von morgens bis abends gearbeitet im 20-Minuten-Rhythmus, habe alles selber gemacht. Und da war ich irgendwann so platt, da war dann fertig, da war die Luft raus. Und ja, und jetzt mache ich das eben online, berate ich die Kunden, mache Trainingspläne und so weiter, also krankheitsbildbezogen. Und dann telefoniere ich ab und zu einmal die Woche mit den Patienten. Und ich muss sagen, die meisten Krankheitsbilder können die Patienten selber behandeln. Also jetzt nicht so Lymphdrainage oder so oder kurz nach einer OP oder sowas, aber so diese chronischen Krankheitsbilder können die Patienten oft selber auch behandeln. Auch wenn es niemand hören mag, denn also ich kenne das typische Bild, wenn man zur Physiotherapie reingeht, der Physiotherapeut öffnet die Tür zum Behandlungszimmer, Patient zieht sich aus, legt sich auf die Bank und der Physiotherapeut sagt: Hey, stopp, 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 wir müssen heute ein paar Übungen machen. Übungen? Nee, also nee, heute ist, glaube ich, besser mal massieren. Ja, kennst du wahrscheinlich, oder? Genau. Und das, ich habe es immer geliebt, wenn ich motivierte Patienten hatte. Ich hatte aber meistens chronisch kranke Patienten, die kamen dann, haben sich hingelegt und so, jetzt mach mal, gell? Und wenn ich denen aber für zu Hause Übung gezeigt habe, mach das, das und das jeden Tag, 5 Mal am besten. Und ich habe die beim nächsten Mal gefragt, zeig mir nochmal die Übung, die ich dir gezeigt habe. Dann wussten die gar nicht mehr, welche Übung, das konnten sie auch nicht mehr zeigen. Da wusste ich ganz genau, der hat nichts gemacht, gell? Ja, also Und, dann, und dann wird es auch nicht besser. Also nur 2 Mal die Woche Physio, das wird auch nicht viel helfen, gerade bei so chronischen Sachen. Gerade wenn du so Sehnscheidenentzündung hast, ich mache ja auch viel bei Instagram mit Epikondylitis, Tennisellbogen, da musst du jeden Tag dehnen, 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 Eisbehandlung und dann wird es auch besser. Ja, also ich sehe es halt auch immer wieder und als ich als Personal Trainer hauptsächlich aktiv war und vor Ort mit Menschen gearbeitet habe, da war ich unternehmerisch noch nicht so aktiv, da war mir wirklich diese Arbeit 1:1. Jetzt arbeite ich wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr viel am Computer, sehr viel mit Calls und damals habe ich immer gesagt, warum sind die Menschen so, Entschuldigung, wenn ich sage, dumm? Und packen nicht an für ihre Gesundheit und setzen es um. Jetzt, wo das Pensum richtig hoch ist, sage ich, oh ja, so ein bisschen mehr kann ich sie verstehen, aber letztendlich kann ich den Satz zu mir selber sagen, den ich damals immer gesagt habe, ist, pass auf, deine Gesundheit ist das Allerwichtigste, was du hast. Und deswegen, das Verständnis ist da, aber letztendlich muss man es manchmal auf die harte Tür, harte Tour spüren und dann ist man erst bereit, etwas umzusetzen. Cool, cool, dass du, also ich sehe das ja auf deinem Account, die ganze Familie macht mit, deine Frau, deine Kinder, die zeigen, was möglich ist, ist total schön. Also auch als Vater bist du mir für mich da so ein Vorbild, wo du sagst, hey, du lebst ein gesundes, fittes Leben und du zeigst den Kindern, wie es geht. Wahnsinn. Ja, man muss schon ein Meine bisschen Frage. Vorbild sein für die Kinder, weil die Ernährung heutzutage, der viele Zucker und so weiter, also wenn man, oder auch der Bewegungsmangel bei den Kindern ist heute schon extrem, gell? Also finde ich jetzt, so bis meine Beobachtung jetzt. Es ist Und extrem. Es wird ja überall auch eingespart in der Schule in Deutschland. Sie sagen, es gibt weniger Sportunterricht. Für mich eines der schlimmsten Bewegungen überhaupt in Deutschland ist, dass Wettbewerb abgeschafft werden soll. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber irgendwann, wenn wir nicht komplett einen sozialistischen Staat bekommen, ja, wo es keinen Wettbewerb mehr gibt, aber dann wird eh alles zugrunde gehen, wachen die Kinder auf. Sind dann draußen in der großen Welt, spielen Fußballspiel und ja, spielen gegen ein anderes Land, wo es Wettbewerb gibt und fallen ordentlich auf die Schnauze, muss man sagen. Für mich war das immer super schmerzhaft, wenn ich beim Fußballspiel verloren habe, aber ich habe halt auch etwas fürs Leben gelernt, denn mal gewinnst du, mal verlierst du. Willst du gewinnen, musst du besser werden. Und immer wieder Also. aufstehen nach den Niederlagen und weitermachen. Ist ja immer, ist ja in allen Lebenslagen ist es immer so das Gleiche. Du selbst hast ja gesagt, du möchtest ein Vorbild sein, für die Kinder als Mann, als Vater.
Du selbst, ich glaube, du trinkst auch fast gar keinen Alkohol, du isst keinen Zucker, nichts. Ja. Vorhin kam die Frage von Rike, wie bist du überhaupt zum Training gekommen mit 16 Jahren? Also erzähl mir mal ein bisschen zu dir, woher das den Ursprung hat, dass du da so viel Disziplin und Freude in dem Ganzen hast. Also ich bin mit 16 Jahren, bin ich zur Ausbildung zum Masseur. Also da habe ich die Massageschule besucht und dann war ich schon so in diesen Reha-Einrichtungen. Und da habe ich dann auch gearbeitet. Und da bin ich mit in der Mittagspause immer in diese medizinische Trainingstherapie-Studios. Also da war nicht viel Gewicht, aber da bin ich jede Mittagspause rein und dann habe ich da halt die anderen, die haben sich hingelegt in der Mittagspause oder waren am Essen und ich habe da trainiert immer eine Stunde lang. Und dann mit 16 habe ich gemerkt, wie ich da richtig wachse. Weißt? Also da musste ich nicht viel machen, aber da bin ich wirklich, also gefühlt nach jedem Training wurde ich halt stärker und massiver. Und dann kam halt so das, und mir hat es immer gefallen, also die Filme mit Stallone, Schwarzenegger und so, das war schon immer so mein Ding. Wahnsinn. Ja. Also bei mir ging es auch mit 16 los. Tatsächlich, ich war immer so recht dünn, unsportlich, habe mir nie vorstellen können, jemals wie so jemand auf dem Men's Health Cover auszusehen. Das war so, wie so, es ist unmöglich, unmöglich. Und dann mit 16 auch angemeldet oder erstmal draußen an der Isar gab es so einen Trainingsparcours mit Klimmzügen, Liegestützen. Und dann, ich glaube, das, was einfach so richtig süchtig macht, ist dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Du machst etwas. Und gerade wenn du noch jung bist und zum ersten Mal trainierst, du machst etwas und du siehst, wie schon, also direkt nach dem Training den kleinen Effekt, aber dann verzögert. Man sagt ja so, 6 Wochen dauert es immer, bis wirklich dann neue Masse da ist. Spätestens 4 bis 6 Wochen siehst du dann, oh wow, krass, meine Haltung verbessert sich, ich habe mehr Selbstbewusstsein, ich gehe mehr, manchmal ein bisschen übertrieben dann durchs Leben. Aber es gibt dir ja nicht nur was, ich sag mal, auf der körperlichen Ebene, sondern vor allem fürs Selbstbewusstsein. Das ist das, was es mit dir macht, Also ja. mir hat es nur geholfen in meinem ganzen Leben, sei es beruflich. Also ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, ohne das Training. 100%. Ich hatte auch mal einen schweren Autounfall, habe mir den ersten Lendenwirbel gebrochen und da wurde ich dann operiert. Das war einer der besten Chirurgen in Deutschland, hat mich dann operiert, weil sich das die anderen nicht getraut haben. Und der hat zu mir gesagt, wenn ihre Muskulatur nicht so gut wäre, dann wären sie jetzt querschnittsgelähmt. Ja. Muskulatur ist ein Schutz, also für, ich sag mal, jegliche Form von Sturz, von Unfall. Aber was viele nicht wissen, wir haben ja wirklich eine Pandemie in Deutschland und das ist die Sarkopenie. Das ist der Muskelschwund im Alter. Keiner traut sich groß drüber zu sprechen, aber Muskeln schützen dich vor auch Alterung, also vor biochemischer Alterung, vor physiologischer Alterung. Eines der häufigsten indirekten Todesursachen in Deutschland ist der Oberschenkelhalsbruch. Du stürzt, du fällst, bist im Krankenhaus und weil es anders behandelt wird, es wird mit Schonung behandelt und das Problem ist nicht der Oberschenkelhalsbruch, sondern die 6 Wochen, wo du immobil bist, wo du extrem abbaust und daraufhin die ganzen Körperprozesse eigentlich, naja, Und dann kriegen die sehr, sehr hoch Patienten, sind. Ja. ja, dann kriegen die Patienten Lungenentzündung. Und wenn die dann auch älter sind, 80, 90, dann ist das Todesurteil. Ja, Ja, durch das die ist Bettla durch das, durch das, durch das, durchs durch das Liegen. Bettliegerige, ja, durchs Liegen, ja. Das Liegen ist es, also deswegen, es gibt einen Spruch aus dem Englischen, use it or lose it, also benutze es oder verliere es. Und deswegen, ich habe es gerade gesehen, Gänsehaut, ich glaube, deine Frau hat es gerade geschrieben, ja, ich auch. Und ja, die Bedeutung, was wir eigentlich brauchen an Bewegung, es muss ja gar nicht Bodybuilding sein, auch wenn ich es sehr, sehr cool finde. Aber wir brauchen einfach Bewegung.